The Book of Unwritten Tales geht weiter und wir sind nicht mehr alleine, denn Ivo, die Elfe, hat sich uns angeschlossen. Und als erstes werden wir uns jetzt diese Karten hier oben auf dem Schrank holen, denn da war ja Wilbur zu klein dafür. Dort liegen einige große Papiere auf dem Schrank. Könnten Landkarten sein. Dann schnapp sie dir, Mädchen. Kein Problem. Das sieht mir nach taktischem Kartenmaterial aus. Hier wurden Truppenbewegungen eingezeichnet. Vermutlich schon vor Jahren. Eine der Karten ist eine grobe Kopie der Karte an der Wand. Auf ihr kann ich einzeichnen, wo sich die Insel befindet. Nur müssen wir sie dazu erst einmal lokalisieren. Das kriegen wir bestimmt hin. Wir haben getrenntes Inventar. Das kann praktisch sein, muss aber nicht. Schauen wir erstmal nochmal ins Buch und hoffen einfach, dass wir ganz automatisch mit Wilbur die Brille benutzen. Das ist die Enzyklopädie Fantastica. Der törichte Versuch, alles Wissen dieser Welt zwischen zwei Buchdeckel zu pressen. Ja, versuchen kann man es ja, nicht wahr? Ich kann sie nicht lesen. Aha. Diese misstrauischen Magier haben sie mit magischer Tinte geschrieben. Also müssen wir wechseln. Aber reden wir erstmal mit Wilbur, das müsste ja theoretisch auch einen Wechseldialog enthalten. Wie bist du eigentlich an der Stadtwache vorbeigekommen? Oder wie wäre es, wenn du hier mal übernimmst? Fragen wir ihn erstmal und dann tauschen wir die Rollen. Die Stadtwache lässt nur Magier und Leute mit einer Einladung hier hoch. In Anbetracht deiner Verkleidung würde ich sagen, du hast dich als Magier ausgegeben. Nicht ausgegeben? Ich habe mich nicht als Magier ausgegeben. Ich bin Magier. Mit Diplom. Mir fällt es etwas schwer zu glauben, dass ein junger Gnom aus dem Weißkammgebirge Magier ist. Aber es stimmt. Ich habe die Ausbildung bei Meister Markus unten in der Stadt gemacht. Besonders schnell. Du hast alles, was man für eine Diplom-Magierprüfung wissen muss, in nur ein paar Stunden gelernt? Ja, war nicht einfach. Hat mich fast umgebracht. Nicht nur fast. Aber übernimm ich denke, du solltest dir mal wieder den Kopf zerbrechen. Ich mache eine Pause. Klar, kein Problem. Dann schauen wir mal in der Enzyklopädie Fantastica nach dieser Stadt Kronpack oder so? Kronpack? Also schön. Steht die da drin? Wonach soll ich suchen? Oh, können wir nicht. Na gut. Dann nicht. Na gut, dann doch nicht. In dem Fall... Was machen wir denn jetzt? Wechseln wir nochmal zu Ivo. Und schauen uns in ihrem Inventar diese... Karte hier an. Eine der Karten ist eine verkleinerte Kopie der Karte an der Wand. Auf ihr kann ich einzeichnen, wo sich die Insel befindet. Nur müssen wir sie dazu erst einmal lokalisieren. Der Weg des Feenforschers ist hier Schritt für Schritt beschrieben, aber wir müssen den Startpunkt der Reise finden, das heutige Kronpack. Das ist das Buch des Gremlins, das ich aus seinem Geheimkeller geholt habe. In ihm ist beschrieben, wie man zur Insel Sordia kommt. Aber du kannst es nicht untersuchen und wenn Wilbur es untersucht... Also schön, Kronpack. Ich werde dich schon finden. Später. Das gibt es doch nicht. Ich finde diesen Ort einfach nicht. Ich auch nicht. Er ist nicht auf der Karte. Aber warum sollte dieser Feenforscher einen Ort beschreiben, den es gar nicht gibt? Oder gab es ihn mal und er ist mittlerweile verlassen? Das ist es. Anders. Kronpack ist der Name des Ortes in der Schattensprache. Als der Feenforscher dort war, war es ein Ort der Schatten. Aber diese Karte ist alt. Hier wird noch der menschliche Name des Ortes stehen. Ach so. Wir müssen also herausbekommen, wie der heutige Ort Kronpack früher hieß. Exakt. Ich dachte, früher hätte er anders geheißen. Also, dass wir auf der Karte... Nach andersrum auf jeden Fall. Okay, wir sind aber immer noch Ivo, das heißt, wir können nicht im Buch nachgucken, wir könnten nur nochmal die Karte anschauen. Diese Karte ist veraltet. Das heutige Kronpack steht noch mit seinem alten Namen drauf. Bevor wir den nicht kennen, ist jede Suche sinnlos. Dann müssen wir also tatsächlich einfach nur rausfinden, wie Kronpack früher hieß. Bäume, Scheiben. Am Schreibtisch noch was Interessantes? Irgendwas? Einige Papiere, magische Gerätschaften und... Krempel? Krempel? Aber sonst kann ich mir hier nichts anschauen.
du was zu den Blumen zu sagen? Das ist ein Sumpfkräucher. Eine pflanzenfressende Pflanze. Sie schleicht sich an ihre Opfer heran und überwältigt sie von hinten. Für Wesen aus Fleisch und Blut sind sie ungefährlich. Sie gehören zur Gruppe der vegetarischen Kannibalenpflanzen. Vegetarische Kannibalenpflanzen, das ist doch mal was. Decke betrachten? Der Erzmagier und ich scheinen ein gemeinsames Hobby zu haben. Aber natürlich benutzen wir Elfen keine technischen Geräte, um die Planeten und Sterne zu betrachten. Natürlich nicht. Weiter ist hier aber auch nichts, oder? Dann wechseln wir nochmal auf Wilbur. Vielleicht kann er ja jetzt, wenn sie drauf gekommen sind, dass sie einen anderen Namen suchen, was in der Encyclopedia Fantastica entdecken. Also schön. Wonach soll ich suchen? Grundpack. Grundpack, bitte. Na schön. Ich hoffe nur, die Enzyklopädie ist auf einem neueren Stand als die Karte. Krätze, Rötengalle, Krummbeine, Honabel die Fürchterliche, Grundpack. Früher Rotkieselburg, ist eine Ortschaft in der Südheide, bekannt vor allem durch seinen Salzabbau im Blablabla. Rotkieselburg. Das ist es. Perfekt. Das ging einfacher als befürchtet. In dem Fall schauen wir uns nochmal die Karte an der Wand an und schauen, dass wir da dann Rotkieselburg finden und es nach Möglichkeit mit dem Buch abgleichen, denke ich. Also schön, Rotkieselburg. Wo steckst du? Das ist nicht Rotkieselburg. Ja. Wie soll ich es denn finden? Ah, okay, gut, ich kann mich so bewegen. Untersuchen wir also die... Hasendorf, Lizine, Robbingen, Kuhland. Elfenhain, da kommt doch unsere liebe Ivo her. Weißkampffeste, Bracken, Elfenhain, da, Rotkieselburg. Da ist es, Rotkieselburg. Hervorragend. Von dort aus müssen wir nun dem Weg des Feenforschers nachgehen. Es sind insgesamt 7 Schritte. Ich lese sie vor, du schaust, wo wir herauskommen, okay? Gut, wir sind in Rotkieselburg. Der erste Schritt ist 2 Tagesmärsche nach Norden bis an den Fuß der Berge. Wo ist das? Markiere den Ort. Hier? In Ordnung. Von dort 1 Tagesmarsch nach Osten. Der Punkt muss irgendwo in einer weiten Ebene liegen. Hier oder so? Nächster Schritt. Geh nach Nordosten, bis du auf eine Straße triffst. Ah, hier. Hast du's? Ja. Der Straße in nördlicher Richtung bis zu einem Fluss folgen. Wo die Straße auf den Fluss trifft, ist der nächste Punkt. Dem Fluss bis zur Mündung folgen. Gut so. Jetzt runter nach Süden. Immer an der Küste entlang, bis zu einer großen Bucht. Östlich der Bucht müssten Inseln sein. Markiere die Bucht. Das müsste wohl hier sein. In Ordnung. Von dort aus nach Nordosten. Es ist die 2. Insel auf dem Weg. Hast du sie? Das hier muss die Insel Sordia sein. Saubere Arbeit. Ich glaube, wir haben keinen Fehler gemacht. Das da ist also Sordia. Lass uns die Insel auf der kleinen Karte markieren. Perfekt. Die Insel haben wir also schon mal. Fehlt nur noch das Transportmittel. Und der zweite Freund. Und das schwebt draußen. So ist es. Sehr gut. Dann haben wir jetzt also... Ach genau, ich wollte das Amulett ja nochmal untersuchen. Das habe ich letztes Mal ganz vergessen. Der Zaubererlehrer sagt, es sei ein mächtiges, magisches Amulett. Aber er konnte mir nicht sagen, was die Fähigkeiten des Amuletts sind. Vielleicht werde ich es nie erfahren, aber immerhin habe ich damit die Prüfung bestanden. Okay. Da hat die Maus wieder kurz ausgesetzt. Ich weiß nicht, was die immer hat. Ich hoffe, das Geräusch stört nicht zu sehr. Vielleicht sollte ich es einfach gar nicht sagen, bemerkt ihr es nicht. Gehen wir mal nach draußen und überlegen uns, wie wir den guten Nate befreien können. Und eventuell ja auch das Vieh. So. Dann reden wir nochmal mit ihr, mit Nate und dann mit Ivo. Schaden kann es ja nicht. Hi! Was willst du? Deinen Sonnenschein sein und dir den Tag versüßen? Würden Sie Captain Nate vielleicht freilassen? Bitte? Kann ich Sie vielleicht überreden, Captain Nate freizulassen? Kannst es ja mal versuchen. Lassen Sie ihn bitte frei?
Bitte, bitte? Schade, hat nicht funktioniert. War aber knapp. Ich muss weiter. Wenn du den Krämer siehst, dann sag ihm, dass ich ihm die Ohren ausreiße, wenn er nicht bald hier antrabt. Fick mich nicht an, nur weil Jorge böse ist. Ich weiß nicht, was ich ihn fragen soll. Und ich möchte nicht neugierig wirken. Oh, das Vieh, mit dem kann ich nicht reden. Versuchen wir mal, ob Ivo mit ihr reden kann. Vielleicht hat sie eher ein Händchen für die Dame. Oder ob Ivo vielleicht mit irgendwas hier noch interagieren kann. Das haben wir noch gar nicht versucht. Und? Grotesk! Ich kann es leider nicht mal richtig erkennen, aber gut. Da war eine helle Barde. Können wir die mitnehmen mit Ivo? Ivo ist doch eigentlich groß genug dafür. Eine helle Barde. Aber ich habe nicht vor zu kämpfen. Muskelkraft hat uns Elfen nie weitergebracht. Hätte ja sein können. Und da oben. Und was? Noch was? Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Einfach grotesk. Na gut, dann halt nochmal den Brunnen, wo ich eigentlich die helle... Ich kann ihn nicht anklicken. Na gut. Aber da oben sitzt Cheep Cheep. Ich hoffe, du stimmst mir zu, dass wir uns aus dieser Sache nicht mehr heraushalten können. Niemand, weder die Orks noch die Menschen, könnten mit so einer Macht umgehen. Gut. Gut. Cheep Cheep ist, Cheep Cheep ist wieder auf meiner Seite. Aber mehr als moralische Unterstützung kann ich wohl nicht von ihm erwarten. Könnte um den Kopf der Orken fliegen. Cheep Cheep ist wieder auf... Na dann halt nicht. Nein, wir wollen nicht nach unten. Oh, wir können das Seil aber wieder losbinden, das ist gut. Wieder herunterklettern will ich nicht. Falls wir etwas aus der unteren Stadt brauchen, kann Bilbo es holen. Stimmt. Aber das Seil könnte noch nützlich sein. Deswegen sollst du es ja mitnehmen. Perfekt. Anderes können wir hier aber nicht untersuchen. Wir können uns den Magierturm anschauen. Aber sonst... Warum müssen die sterblichen Wesen die Gabe der Magie immer für so einen Blödsinn verschwenden? Weil... imposant? Elfenpriester heilen die Kranken, bauen Mondbrunnen und sehen die Zukunft in den Sternen. Menschenmagier bringen Inseln zum Fliegen und binden sie dann fest. Okay, ich sehe, was du meinst. Schön, Transportballen, bitte. In solchen Ballen werden Waren transportiert. Der hier scheint sehr schwer zu sein. In solchen Ballen... Können wir noch was anderes untersuchen? Wenn nicht, dann würde ich tatsächlich sagen, darf Ivo ein bisschen mit der guten Masas reden? Orks sind zäh, stark und aggressiv. Diese da sieht fit aus. Ich weiß nicht, ob ich sie ausschalten könnte. Wenn überhaupt, dann nur mit Schnelligkeit. Oder mit Köpfchen. Planke. Über die Planke kann man zum Flugschiff kommen. Stünde da nicht eine hässliche Orkfrau drauf? Na, jetzt beleidigst du sie aber vermutlich. Ah, das Vieh. Dieser Mensch hat einen wirklich interessanten Begleiter. Ich dachte, ich würde alle Tiere hier kennen, aber solch ein Wesen ist mir noch nicht untergekommen. Kannst du vielleicht mit ihm reden? Nein, kannst du nicht. Na gut, dann reden wir mit der Orkin, der Kopfgeldjägerin. Hallo, Ork. Was willst du, Elfe? Ich muss mir den Menschen für einige Tage ausleihen, oder wie wäre es mit einem Wettkampf? Ausleihen erstmal. Ich brauche den Menschen für einige Tage. Leihst du ihn mir? Nein, ich habe einen Auftrag. Und den werde ich erfüllen. Dann werde ich ihn mir nehmen. Wenn du an mir vorbeikommst. Das schaffe ich schon. Miau. Klappe, Nate. Wo ist eine Schlammgrube, wenn man sie braucht? Glaubst du wirklich, du hast den Hauch einer Chance gegen Masas? Ja. Wer oder was ist denn Masas? Ich schwebe wie ein Schmetterling und steche wie eine Biene. Ich lasse mich nicht auf eine Rauferei mit einer Orkkopfgeldjägerin ein. Provozieren wir sie ein bisschen? Masas? Ist das ein 2 Meter großer Schwertmeister, den du im Laderaum versteckt hast? Ich bin Masas. Also, dann sehe ich nicht, wo das Problem liegt. Heirate mich, liebste Elfe. Ich will diesen Menschen und noch vor Sonnenuntergang werde ich ihn haben. Mir klingeln die Ohren. Da bin ich mal gespannt, wie du das anstellen willst, Elfe. Wo geht ran? Also bleibt uns nur der Wettkampf?
Gut, fordern wir sie zu einem Wettkampf und finden heraus, wie wir uns mit ihr messen. Wenn es ein Wettrennen ist, bin ich guter Dinge, dass Ivo gewinnen wird. Wie wäre es mit einem Wettkampf? Elfe gegen Ork. Ein Klassiker. Sofern es nicht darum geht, wer von uns beiden besser an einem Tümpel die Sterne anheulen kann, dürfte das Ergebnis feststehen. Dass ich gewinne? Ja, außer es geht um die Zahnpflege, Allgemeinbildung oder Hüftspeck natürlich. Klappe, Nate! Gemein, aber so gemein. Also, was schlägst du vor? Balletttanz, Armdrücken, ein Wettlauf. Oh, Balletttanz finde ich gut. Wie wär's mit Balletttanz? Ich wusste es. Nur ein kleines Elfenmädchen kann so etwas vorschlagen. Was denn? Kleines Mädchen? Ich war schon hier, da wart ihr Orks nicht einmal erfunden. Dann solltest du ja irgendwelche Fähigkeiten haben, die über Herumgetanze hinausgehen. Also, was ist dein Vorschlag? Dann halt das Wettrennen. Ich bin schneller als du, garantiert. Wir könnten einen Wettlauf machen. Nicht, dass ich den nicht gewinnen würde. Aber mir erscheint es etwas riskant, meine Beute mit deinem kleinen Partner alleine zu lassen. Angst? Schlag etwas vor, was wir hier machen können. Dann wirst du sehen, dass ich mich nicht fürchten muss. Schon gar nicht vor dir. Armdrücken, aber da bin ich tatsächlich nicht so guter Dinge, dass Ivo gewinnen wird. Du meinst, du wärst stark. Wie wäre es also mit Armdrücken? Du scherzt wohl. Eine Elfe will eine Orkkriegerin im Armdrücken schlagen? Nie! Also lässt es darauf ankommen? Klar, warum nicht? Komm her! Irgendwie müssen wir sie besiegen. Okay, los geht's! Hey Mädchen, es geht los, habe ich gesagt. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Hockt ja nicht mal. Wollen wir uns warm machen? So, ich bin locker. Fangen wir an. Oh. Nee, das taugt nicht mal als Ablenkung. Schade. Was ist? Aber keine Lust mehr? Wäre es, wenn du ich denke, ja. Du solltest dir mal wieder den Kopf zerbrechen. Ich mache eine Pause. Klar, kein Problem. Jetzt fände ich ein gemeinsames Inventar praktischer. Wir könnten sie... Also eigentlich dachte ich ja, sie verzaubern, aber natürlich, wir haben ja ein Stärkungselixier. Hier, damit sollte sie doch eigentlich die Orkfrau schlagen können. Ein Stärkungselixier. Vielleicht kannst du es gebrauchen. Danke. Okay, wechseln wir wieder auf Ivo. Und fordern diese eingebildete Orkin nochmal heraus. Weil eigentlich hat sie uns ja nichts getan. Sie tut ihre Hallo, Arbeit. Hallo, Ork. Was willst du, Elfe? Noch eine Runde Armdrücken, bitte. Wie wäre es mit einer weiteren Runde Armdrücken? Da wird wohl gerne jemand gedemütigt. Ich mach dich platt! Hättest du wohl das gerne. Das befürchte ich auch. Warte mal, du hast das Elixier jetzt nicht genommen. Och, nö. Ah, Ivo, ich dachte, du hättest das Ding schon genommen. Gerne wieder. Da habe ich nicht aufgepasst. Natürlich müssten wir das benutzen. Ich muss nur aufpassen, dass Cheep Cheep das nicht mitbekommt. Er würde mich sofort zu Hause verpetzen. Wir tun es für einen guten Zweck. Ich fühle nicht viel. Ob es wirkt? Finden wir es heraus. Und dann überlegen wir, wie wir an Nate rankommen. Hallo, Ork. Was willst du, Elfe? Noch eine Runde? Wie wäre es mit einer weiteren Runde Armdrücken? Da wird wohl gerne jemand gedemütigt. Ich mach dich platt! Das ach, werden wir das sehen. Klingt sie. Dieses Mal mache ich ernst. Klar. Die ersten beiden Runden waren nur zum Aufwärmen. Okay. Wir können also... Ivo hält mit Leichtigkeit dagegen.
Ich frage mich nur, wie lange das Stärkungselixier wirkt. Planke? Die Planke ist leer. Aber was soll ich jetzt damit anfangen? Kann versuchen. Ich weiß nicht, was ich ihn fragen soll. Und ich möchte nicht neugierig wirken. Können wir mit irgendwas hier zaubern? Nein. Das Netz benutzen. Oh, Netz über die Planke werfen. Sehr gut. Noch irgendwas? Das Netz liegt auf der Planke. Man kann sie nicht mehr überqueren, ohne auf das Netz zu treten. Das Netz liegt auf... Ich hätte ja so eine Idee, aber dafür müsste ich an Ivos Inventar kommen. Wechseln wir einfach mal schnell. Yes! Magie! Da ist Magie im Spiel! Nein! Eine Elfe würde niemals betrügen. Das weißt du doch. Ich will eine Revanche! Ja, vielleicht später. Sie stellt sich auf das Netz. Können wir jetzt... Ich möchte versuchen, ob ich das Seil an Wilbur geben kann, bitte. Geht, wunderbar. Hier, nimm du das Seil. Du kannst es besser brauchen. Und jetzt darfst du nochmal mit der... Ich glaube nicht, wir müssen das Seil mit dem Netz an diesen Transportballen binden. Hallo, Ork. Dann runterschubsen. Was willst du, Elfe? Wollen wir noch eine Arm drücken? Also, noch eine Runde Arm drücken? Du hattest eben nur Glück. Ich war unkonzentriert. Sicher. Tut mir leid, liebe Masas, aber wir müssen Nate befreien. Außerdem gefällt mir die Vorstellung nicht, dass du ihn umbringen möchtest. Okay, versuchen wir es. Wie gesagt, ich denke, das Seil knoten wir an das Netz und dann an den Balken. Ich werfe das Seil erst über den Querbalken. Ach so, oder so, ja. Jetzt hier ranknoten. Das sieht mir nach einer guten Falle aus. Perfekt. Ich habe das Netz auf der Planke mit Hilfe des Seils mit dem Ballen verbunden. Das sieht vielversprechend aus. Aber noch bringt runterschieben nicht. Die Kopfgeldjägerin müsste erst einmal auf die Planke gehen. Sonst wäre all die Arbeit umsonst gewesen. Aber genau so soll es funktionieren. Sehr schön. So. Yes! Magie! Da ist Magie im Spiel! Nein! Eine Elfe würde niemals betrügen. Das weißt du doch. Ich will eine Revanche! Nee, kriegst du vielleicht nicht später. Stell dich mal brav wieder auf das Netz. Genau. Und jetzt? Aber wenn er schwer ist, kriegen wir es dann alleine überhaupt hin? Magie, vielleicht können wir zaubern. Ich schaff's nicht! Was soll das denn werden? Nichts, nichts! Ivo! Schön, dass sie einfach stehen bleibt und was so zum... Jetzt! Aua! Ups. Tschüss! So war das nicht geplant. Aber es hat funktioniert. Ach was? Das war großartig. Holt uns hier raus. Na dann, versuchen wir das doch mal. Hallo! Hallöchen. Hallo da unten. Was das Abflug war. Ziemlich heftig. Ja, irgendwie habe ich bei meinen Fallen immer Probleme mit der richtigen Dosierung. Hauptsache, sie ist weg. Ivo und ich müssen dringend zu einer bestimmten Insel. Werden Sie uns dorthin bringen? Stimmt. Es gibt es dort. Es geht um eine archäologische Expedition. Genau. So, so. Ihr seid uns da schuldig, Nate. Wir haben euch vor dem sicheren Tod bewahrt. Ach was, ich hätte mir schon selber geholfen. Und für dich bin ich Kapitän Bonnet, meine Hübsche. An einer wissenschaftlichen Exkursion bin ich nicht interessiert. Eben wolltest du sie noch heiraten. Dann lassen wir euch dort oben hängen, bis die Kopfgeldjägerin zurück ist, oder? Na schön, es geht um einen offiziellen Auftrag der Allianz. Oder es geht um... Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Du
bedrohen wir ihn mal so ein bisschen. Wenn Sie uns nicht helfen wollen, dann bleiben Sie eben dort oben, bis die Kopfgeldjägerin zurück ist. Was glauben Sie, was die grüne Frau mit Ihnen tun wird, wenn sie wieder hier ist? Das ist ein Argument. Andererseits, ihr braucht doch immer noch das Schiff. Und wisst ihr, wie man ein Flugschiff steuert? Wir könnten es rausfinden. Versuchen wir... zweites oder das dritte? Das dritte klingt netter. Also, es geht um das... Interessanter. Psst! Etwas. Das Etwas? Ja, und etwas. Und ihr wollt mir nicht sagen, was dieses Etwas ist? Habt ihr Angst, ich würde mich selbst auf die Suche machen? Ist es so wertvoll? Nein. Also eigentlich... Ja. Und wo genau ist es? Auf einer Insel. Wir zeigen es euch, wenn wir in der Luft sind. Tja, ich denke für 50%. Aber ihr seid alleine. Wir sind zu zweit. Genau wie ihr beide. Ihr rechnet euer Haustier mit? Tust du doch auch. Hey! Ein Drittel. Ihr fliegt uns hin und bleibt uns aus dem Weg, wenn wir da sind. Also gut. Wir sind dabei. Holt uns endlich hier runter. Ja. Oh, sehr schön. Damit beginnt Kapitel 3, der versunkene Tempel. Würfle eine 20. Und ich schätze mal, das heißt, dass wir alle drei zusammen losziehen und das Abenteuer bestreiten werden. Also, dass Wilbur jetzt seine beiden Verbündeten gefunden hat. Und hoffentlich, dass ich nicht noch irgendwas hätte mitnehmen müssen aus der Stadt. Aber ich denke nicht. Ich glaube, wir haben uns... Alles klar bei euch? ...überall umgesehen. Ja, das muss der Eingang des Tempels sein. Was glauben Sie, wie lange die Reparatur des Triebwerks dauert? Och, das ist schon etwas komplizierter. Ihr solltet nicht auf mich warten. Ist das nicht aufregend? Träumlich. Ein untergegangener Tempel voller Gefahren und Abenteuer, ein verschollenes Artefakt und mutige Schatzsucher auf ihrer Reise. Hör zu, Wilbur. Du hast dich in Seefels toll geschlagen. Aber das hier ist etwas anderes. Das hier kann gefährlich werden. Ich möchte, dass du dich raushältst. Aber... Wenn ich dich brauche, rufe ich dich, okay? Aber... Nein! Na gut, das wird er mir übel nehmen. Aber ein beleidigter Gnom ist mir lieber als ein Toter. Ja gut, du hast ja schon gewonnen. Schauen wir uns hier um. Wir können mit Cheep Cheep reden. Fangen wir damit an. Hallo, Cheep Cheep. Kannst du dich nicht irgendwie nützlich machen? Kannst du mir nicht irgendwie helfen? Ich weiß auch nicht. Erkundungsflüge machen, einen anderen Eingang in den Tempel finden, Kapitän Bonnet vom Schiff schubsen. Wieso darf dein Vogel helfen, ich aber nicht? Cheep Cheep kann auf sich aufpassen. Ich auch. Ich bin Diplom-Magier. Ja, ja. Ja? Dann zaubere uns doch mal das Tor auf. Bis dann, Cheep. Das heißt wohl, Cheep Cheep kann uns nicht helfen? Ich wüsste nicht, was ich ihn gerade fragen sollte. Gut. Schauen wir uns hier einfach mal um. Irgendwas Interessantes werden wir schon finden, wie diesen Ast. Ein abgebrochener Ast, vermutlich von einem der Bäume dort oben. Seltsame Vegetation hier. Eigentlich findet man solche Pflanzen und Bäume eher im Süden. Und ich traue dem guten Nate hier nicht. Dieses, ach, es wird eine Weile dauern. Klingt so, als würde er uns hier absetzen und sich dann aus dem Staub machen wollen. Ich will ja sagen, ich wette, dass genau das passiert. Aber wenn ich dann den falschen Wetteinsatz mache... Wenn ich jetzt sagen würde, ich fresse einen Besen, wenn er das tut, oder wenn er es nicht tut. Nee. Ein Wassereimer. Aber es sieht ja wirklich tropisch aus. Mit dem Eimer kann Kapitän Bonnet Wasser aus dem Meer hochholen, während das Flugschiff noch in der Luft ist. Was er dann damit macht, weiß ich allerdings nicht. Sich waschen zumindest nicht. Und wir schnappen uns also den Eimer. Das heißt, wir können jetzt auch nicht auf Wilbur wechseln und alles, was in seinem Inventar ist, können wir nicht benutzen. Darauf stelle ich mich lieber nicht. Sieht ziemlich brüchig aus. Darauf stelle ich mich lieber... Ja gut. Das Seil können wir betrachten. Schnur. Menschenschnüre sind so primitiv. Sie verdrecken, sie verfaulen, sie reißen. Anders als unsere Elfenseile, hm? Trotzdem nehmen wir sie mit. Denn eine verrottende, verfaulende und dreckige Schnur ist immer noch besser als gar keine. Ja, Bienennest. Das Bienennest ist eindeutig bewohnt.
Hier schwirren überall Bienen herum und machen den Feuerfeen den Nektar streitig. Ich soll in ein Bienennest greifen und Honig stehlen, während die Bienen im Nest sind? Ich verzichte. Außerdem fehlt mir ein Behälter für den Honig. Oh, wir können mit Nate reden. Gut. Horchen wir ihn mal ein bisschen aus. Aber erstmal das Tor an. Das muss der Eingang zum Tempel sein. Früher war es wohl nur ein Nebeneingang oder so etwas in der Art. Der eigentliche Tempel mit dem Hauptportal ist im Meer versunken. Ich hoffe, hinter diesem Tor gibt es noch eine intakte Verbindung dorthin. Ich hoffe es auch. Vielleicht sind wir ja doch da, wo wir hin müssen. Es bewegt sich kein Stück. Na klar. Es bewegt sich kein Stück. Dann reden wir erstmal mit Nate. Vielleicht erfahren wir noch irgendwas Interessantes. Oder er kann uns von oben helfen, falls er uns helfen möchte. Was ich auch Kapitän bezweifle. Bonnet? Hm? Und Sie sind ganz sicher, dass Sie das Luftschiff reparieren? Klar, wieso denn nicht? Es rieselt Brötchenkrümel. Sagen Sie mir nicht, wir sind diesen Umweg gestern geflogen, um Brötchen für Sie zu holen. Wo denken Sie hin? Also war es nur Unfähigkeit, das dachte ich mir. Wollten Sie mir das Glas an den Kopf werfen? Hallo? Oh Mann, gut, das heißt aber, wir haben jetzt schon mal ein Glas für den Honig. Sieht ein bisschen dreckig aus. Ein kleines Glas mit einem Deckel. Es gibt noch Spuren von Marmelade, aber nur noch ganz wenig. Das reicht wohl nicht aus. Oh, wir können es so füllen. Ehrlich, du greifst da rein. Ich soll in ein Bienennest greifen und Honig stehlen, während die Bienen im Nest sind? Ich verzichte. Hätte mich auch gewundert. Vielleicht können wir ja noch mit Bilbo irgendwie. Ich komme schon gut allein zurecht. Und wenn ich Gnomenhilfe brauche, dann weiß ich, wo er steht und schmollt. Armer kleiner Bilbo. Schauen wir uns halt mal das Meer an. Schön sieht es aus, so klar und blau. Das Meer hat den Tempel und das Artefakt des Schicksals verschluckt. Wenn alles gut geht, werden wir es ihm heute wieder entreißen. Wenn alles gut geht. Oh, Nischen. Die kann man auch untersuchen. Gut. Vier Nischen, die um das Tor herum angeordnet sind. Unter jeder Nische stehen einige seltsame Zeichen, die ich nicht lesen kann. Aber unter denen stehen auch Worte in der alten Sprache. Wesen des Feuers. Würde ich das hier übersetzen? Wesen der Erde steht da. Erde? Feuer? Das ist die Nische für das Wesen der Luft. Dann haben wir das obere oder untere gerade untersucht. Unter dieser Nische steht Wesen des Feuers. Okay, dann fehlt noch das untere Wesen hier. Des Wassers steht an dieser Nische. Kann ich da den Wassereimer reinstellen? Nee, kann ich nicht. Ich muss irgendwie die Bienen loswerden. Vielleicht mit dem Arzt? Nein? Mit dem Eimer? Nein, das geht sicher auch nicht. Die Schnur kann ich auch nicht benutzen. Was mache ich denn jetzt? So viel ist hier ja gar nicht. Oder habe ich irgendwas übersehen, dass wir noch irgendwo anders hingehen könnten? Wir könnten aber versuchen, die Nischen mit einem... Nein, können wir auch nicht. Die Schnur mit irgendwas hier benutzen? Warte mal, vielleicht, wenn wir die Schnur an den Vorsprung binden? Auch nicht. Darauf stelle ich mich lieber nicht. Ast mit dem Vorsprung? Warte mal, hier ist ein Fischskelett. Wie kommt denn der Fisch hierher? Vielleicht hat ihn ein Seevogel angeschleppt? Gut möglich. Oder es war ein fliegender Fisch. Nicht so möglich. Sicher. Sowas gibt es. Opas Doppeldecker-Einheit im Krieg hieß die fliegenden Höllenfische. Yeah.
Das ist was anderes, Wilbur. Obwohl es natürlich fliegende Fische gibt, aber ich glaube, er stellt sich die anders vor als... naja. Ich nehme nur eine einzelne Grete. Vielleicht kann ich so ein kleines, spitzes Ding mal gebrauchen. Kann man das mit irgendwas... Ich habe die Fischgräte ans Ende der Schnur geknotet. Und wenn wir das jetzt mit dem... Die Schnur habe ich an den Stab gebunden. Und unten an der Schnur ist die Fischgräte als Haken. Fehlt noch ein Köder. Das heißt, Ivo darf mal wieder angeln. Wir müssen einen Köder finden. Ich nehme an, das Marmeladenglas eignet sich wohl nicht als Köder. Sehr, sehr schade. Cheep Cheep können wir bestimmt auch nicht benutzen, aber vielleicht kann Cheep Cheep uns was fangen. Hallo, Cheep Cheep. Da gibt es so ein Wesen der Luftnische und ich bräuchte deine Hilfe. Fragen wir erst nach dem Luftwesen. Da drüben am Tor gibt es 4 Nischen. Und unter einer steht Wesen der Luft. Naja, ich dachte, vielleicht könntest du dich mal kurz in die Nische setzen. Ach was, das ist keine Falle. Weibliche Intuition. Dieses Vertrauen. Also gut, ich fülle erst einmal die anderen Nischen. Dann reden wir weiter, okay? Das heißt aber, um die Wesen der Luft müssen wir uns vermutlich keine Sorgen machen. Aber Hilfe wäre ganz nett. Kannst du mir vielleicht helfen, an den Honig im Bienennest zu kommen? Vielleicht kannst du sie ablenken. Du fliegst doch viel besser als die. Genau, lenk sie ab. Tu mir den Gefallen. Yay, mach das tatsächlich. Das heißt, wir könnten jetzt... Schnell, solange Cheep Cheep die Bienen ablenkt. Ja, dann beweg dich. Schnell, schnell. Es ist nicht viel Honig im Glas und er ist mit Wabenresten gespickt. Aber für ein Brötchen wird es reichen. Gut, bedanken wir uns mal bei Cheep Cheep, wenn das geht. Hallo Cheep Cheep. Bis dann, Cheep. Wir brauchen jetzt noch einen Köder für unsere Angel. Bringen wir einen Köder her? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass... Ja, das geht nicht. Aber den Eimer mit dem Salzwasser brauchen wir sicher, um unseren Fisch am Leben zu erhalten. Ein Köder, ein Köder, ein Köder. Vielleicht kann er uns ja jetzt helfen. Ich komme schon gut allein zu... Also dann halt nicht. Hier sind überall Insekten, aber ich kann nicht mit ihnen interagieren. Ich bräuchte aber tatsächlich jetzt irgendeinen Köder. Vielleicht kann Nate uns jetzt helfen. Ich beiße mir eher die Zunge ab, bevor ich nochmal mit ihm rede. Sei doch nicht so. Vielleicht könnte er uns ja ein Stück von dem Brötchen geben, damit wir es an die Angel binden können. Denn ich glaube nicht, dass wir damit schon angeln können. So ganz ohne Köder würde ich das sehr optimistisch nennen. Naja. Dann halt nicht. Aber wo kriegen wir einen Köder her? Eine der Bodenplatten ist zersprungen. Man kann die Erde darunter sehen. Na dann, durchsuch sie mal bitte. Die Erde ist hart und trocken. Und dann schütte Wasser drauf. Die Erde saugt das Wasser auf wie ein Schwamm. Und jetzt finden wir einen Wurm. Da bewegt sich etwas in der Erde. Super. Ich glaube, es könnte tatsächlich sein. Regenwürmer. Das Wasser hat sie nach oben gelockt. Ich nehme einige mit, bevor sie sich wieder verkriechen. Perfekt. Sehr schön. So ein Regenwurm. Damit habe ich eine voll funktionstüchtige Angel. Und damit angeln wir uns jetzt ein Wesen des Wassers. Hey Wilbur, willst du mir vielleicht helfen? Natürlich. Kannst du für mich einen Fisch angeln? Ich habe noch nie geangelt. Ich komme aus den Bergen. Versuch's einfach. Es ist ganz einfach und völlig ungefährlich. Komm her. Bin gespannt. Kleiner Gnom, ganz groß. Und jetzt? Jetzt wirfst du die Angel aus und wartest, bis ein Fisch angebissen hat. Dass Ivo gut im Angeln ist. Ich soll... Haben wir schon gesehen. Einfach reinwerfen.
Aber die festhalten. Nein, nein, nein. Was zum... Woher weiß man, ob einer angebissen hat? Oh. Darf ich ihn hinterher schmeißen, bitte? Es hat einer angebissen. Super. Ja, toll. Klasse. Gut gemacht. Wirklich, Wilbur. Gut gemacht. Und jetzt? Wie geht es weiter? Mit dir gar nicht. Du stellst dich wieder zu Cheep Cheep. Ich rufe dich, wenn ich wieder Hilfe benötige. Okay. Ich tue den Fisch in den Eimer. Da hat er zumindest etwas Wasser. Gut. Oh, Wilbur, ehrlich. Im Wasser schwimmt der Fisch, den Wilbur gefangen hat und ich hier hochgeschleppt habe. Das heißt, wir haben ein Wesen des Wassers. Und sie meinte, dass die Feuerfeen oder so Konkurrenz haben durch die Bienen. Die Regenwürmer könnten genauso gut Wesen der Erde sein. Luft wird Cheep Cheep, das heißt, wir brauchen nur noch irgendwie die Feuerfeen. Die Frage ist, wo wir das hier anwenden können, damit wir diese Feuerfeen auch bekommen. Eventuell können wir dann ja mit ihnen reden. Feen und Elfen sind vielleicht verwandt, wer weiß. Das könnte funktionieren. Die intellektuellen Fähigkeiten von Feen werden völlig überschätzt. Put, 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 lecker Honig. Ich bin gespannt, wie sie aussehen. Oh, da kommt ein kleiner... Ach, das sind die da oben. Die Punkte, ich dachte, das wären... Ich habe gedacht, das wären einfach nur irgendwelche... Hab ich dich. Leuchtglanz-Dinger. Das heißt, im Prinzip haben wir alles. Wasser, hoffentlich Erde, Feuer. Ich lasse den Deckel ein kleines Stückchen offen, dann kommt genug Sauerstoff für die Fee ins Glas. Und dann müssen wir jetzt nur noch gucken, wo welche Nische war. Die untere Nische Wesen war? Der Erde steht da. In dem Fall Regenwürmer bitte rein. Das sind Wesen der Erde. Ich lege einige Wesen der Erde in die Nische. Gut. Das, das ist die Nische für das Wesen der Luft. Das, da kommt Cheep Cheep rein. Hier oben war dann Wasser, wenn ich es richtig weiß. Unter dieser Nische steht Wesen des Feuers. Ach nee, Feuer. Okay. Dann stellen wir hier unsere kleine Feuerfee rein. Das kleine Biest kann man schon ein Wesen des Feuers nennen. Ja. Und der Fisch ist definitiv ein Wesen des Wassers. Der Fisch ist eindeutig ein Wesen des Wassers. Und Cheep Cheep darf sich jetzt in die Nische der Luft setzen. Und wir hoffen einfach, dass es wirklich keine Falle ist und Cheep Cheep nichts passiert. Aber wir wissen ja, Cheep Cheep. Nichts kann hier sterben. Denn das ist ein Adventure und der Tod ist nicht vorgesehen. Wegen der Nische. Es fehlt nur noch ein Wesen der Luft. Jetzt fehlst nur noch du als Wesen der Luft. Nun komm schon, setz dich bitte in die Nische. Na, ja? Siehst du, keine Falle. Allerdings öffnet sich auch die Tür nicht. Vielleicht muss man... Cheep! Oh, oh Gott. Hallo? Cheep, Cheep? Oh Gott sei Dank. Den Göttern sei Dank. Dir ist nichts passiert. So schlimm wird es schon nicht gewesen sein. Ich dachte... Also gut. Aber nicht gleich die ganze Flasche. Ich dachte im Moment, Cheep Cheep wäre zerquetscht worden. Bis dann, Cheep. Tschüss, Cheep. Wir reden. Ja, vielleicht sagen wir ihm jetzt doch Bescheid, dass wir reingehen können. Ich beiße mir eher die Zunge ab, bevor ich nochmal mit ihm rede. Dann halt nicht. Kann ich auch mitleben. Dann gehen wir. Oder? Gehen wir erst nächstes Mal rein? Machen wir die Episode mal ein paar Minuten kürzer. Und schauen uns erst das nächste Mal im Inneren des Tempels um. Also freut euch schon drauf. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.